Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Heute mal sein. Wir machen heute Pirashki mit Weißkohl. Wir fangen an mit einem halben Päckchen Hefe, gefolgt von ungefähr 250 Gramm Mehl, ein Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Salz und einmal das Ganze vermischen. Als nächstes fügen wir etwas warmes Wasser hinzu, ungefähr 100 Milliliter. Und genauso viel warme Milch. Das Ganze wird vermengt. Und wir fügen noch ein Ei hinzu. Ein Esslöffel Öl. Und wir vermischen das alles weiter. Jetzt brauchen wir noch mehr Mehl, bis der Teig fest wird. Und nun kneten wir den Teig richtig schön durch. Der Teig muss richtig schön weich und elastisch werden. Jetzt ölen wir einmal unsere Schüssel ein. Und legen unseren Teig rein, damit er reift. So, jetzt lassen wir den Teig ungefähr eine halbe Stunde stehen. Vielleicht auch mehr. Eigentlich sollte man den ungefähr eine Stunde stehen lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir den Weißkohl vor. Den Weißkohl versuchen wir jetzt in kleine Streifen zu schneiden. Und dann nochmal in die andere Richtung, damit wir keine langen Fäden haben. So, unsere Schnipsel braten wir jetzt einmal an. Etwas salzen. Und immer schön aufpassen, dass nichts anbrennt. Und weiter geht's. Und die zweite Partie. Tata! Unser Teigbaby ist erwachsen geworden. So, jetzt holen wir es mal raus. Und zerteilen es in zwei Hälften. Das erste Teilstück formen wir zu einer Rolle. Und versuchen es in sechs gleichmäßige Teile zu zerteilen. Einmal halbieren und dann dritteln. Und das gleiche mit dem zweiten Teilstück. Und diese rollen wir noch einmal nach zu einer schönen Kugel. So, nächster Schritt, aus rund, mach flach. Jetzt verteilen wir unseren Weißkohl schön gleichmäßig über alle Fladen. Und nun formen wir daraus schöne Teigtaschen, indem wir die Enden verbinden. Als nächstes drehen wir die einmal um, mit der Naht nach unten, und bringen die schön in Form. Und der letzte. Zum Schluss brauchen wir noch eine Glasur. Dafür nehmen wir ein Ei.
Und ganz wenig Milch. Ungefähr ein Esslöffel. Das schön durchrühren. Und dann bestreichen wir unser Pirashki gleichmäßig damit. Und nun soll es so sein. Komm, unsere Teigtaschen, unsere Pirashki mit Weißkohl in den Backofen. 200 Grad, ungefähr 15 Minuten. Was lange wird, wird endlich gut. Ich glaube, jetzt sind wir soweit. Boah, richtig sehen die aus. Jetzt lassen wir die noch ein bisschen abkühlen. Und fertig sind unsere Pirashki. Und jetzt lassen wir uns die mal schmecken. Mmh.